Hallo und herzlich willkommen bei unserem Kanal Rustling Around und unserem Format Paint and Talk, wo die Tanja und ich zusammen malen, nein, Tanja malt dieses Mal und wir aber zusammen quatschen. Gegenüber von mir sitzt Tanja. Hallo, ich bin's, Tanja. Ja, schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja, wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir diese Folgen immer an verschiedenen Tagen aufnehmen und wir haben gar nicht gerade eben erst die vorherige Folge aufgenommen. Nein. Was? Nein. Naja, also ich mal dieses Mal was, aber ich weiß noch nicht was, weil ich habe es noch nicht gemalt. Deswegen lassen wir uns einfach alle überraschen, würde ich sagen. Ja. Es wird spannend. Aber es wird keine Überraschung, über was wir jetzt reden, weil wir reden nämlich über Hobbys. Yay. Hobbys. Und es soll ein bisschen darum gehen, was gibt es eigentlich momentan so für Hobbys? Also was sind die meisten Freizeitaktivitäten unserer Bundesrepublik Deutschland? Und was vielleicht auch so Hobbys sind, die in Corona-Zeiten angesagt waren? Und was auch so peinliche Hobbys sind und was Tanja so für peinliche Hobbys hat, interessiert mich am meisten. Ja, da werden wir auf jeden Oh Mann, irgendwie so eine richtige blöde Folge jetzt. So ist alles dumm heraus, ey. Ja, ich glaube auch, aber es wird vielleicht ganz witzig, keine Ahnung. Ja, also ich habe versucht, zu dem Thema Hobbys irgendwie zu recherchieren und mir ist halt wirklich gar nichts eingefallen, außer mein eines sehr peinliches Hobby. Aber das sage ich dann erst später. Ich würde sagen, Jana, die hat nämlich ein bisschen mehr Infos gesammelt, die ballert jetzt erstmal raus. Was 2020 zum ersten Mal an der Spitze der Freizeitaktivitäten in Deutschland war, was schätzt du, Tanja? Irgendwie so basteln oder sowas. Also sowas Do-it-yourself-mäßiges. Nee, Internet nutzen. Hä? Ach so. Wir sehen, also es geht jetzt gerade noch nicht um die Corona-Hobbys, sondern eher so generell. Und zwar war nämlich eigentlich immer Fernsehen ganz oben an der Spitze der Freizeitaktivitäten in Deutschland. Und in 2020 hat zum ersten Mal das Internet aufgeholt. Krass. Und zwar in allen So Generationen. spät erst. Das ist ja voll hart, ey. Finde ich auch echt krass. Ja, also. Ich frage mich halt, ob zum Beispiel bei Internetnutzen dann auch dazu gehört, dass man Netflix guckt. Ja, glaub schon. Weil das Also ich ist ja auch vermute mal. Internet, aber Ja. ja, ich glaube, bei Fernsehen geht eher so öffentlich-rechtliche Ja, und die ja. ganzen Privatsender und Genau, also so. so richtiges Fernsehen dann. Aber jetzt zum Beispiel meine Eltern, die gucken eigentlich schon hauptsächlich Fernsehen. Ja, ich habe meine Eltern in die Welt des Netflix und des Amazon Primes Ich habe es auch mal eingeführt. versucht, weil die haben ja auch einen Smart TV sogar mit Netflix-Taste extra auf der Fernbedienung. Aber das ist ihnen, glaube ich, noch so ein bisschen nicht, also ein bisschen suspekt. Sie schauen halt einfach gern Fernsehen. Ja, meine Eltern schauen dann auch gerne mal ARD oder ZDF-Mediathek. Ja, aber das mag Ciao, ich aber auch Internet. gern. Ja, stimmt, das ist auch Internet. Ja. Ja, da gibt's echt immer coole Sachen, ehrlich gesagt. Ja, warum auch nicht? Ey, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht unbedingt ein Hobby, aber wir schauen auch oft gefragt, gejagt. Das kenne ich Kennst nicht. du das? Das ist so eine Show, wo Quizkandidaten kommen und dann ist oben, also das ist wie so eine Treppe nach unten und oben kommt dann immer der Jäger raus und das sind eben so richtig krasse Quizgötter und unten sind dann immer die Quizzer und dann hast du quasi so ein Feld, wo dein Geld steht und du musst versuchen runterzulaufen und der Jäger läuft halt hinterher, immer indem man eine Frage richtig beantwortet, geht man halt einen Schritt nach unten. Und wenn der Jäger dich eingeholt hat, fliegst du halt raus. Und diese Jäger, das sind halt richtige Quizgötter, ey, die wissen so viel. Und ich denke mir immer so, wie kann man so viel wissen? Und das ist irgendwie ganz witzig. Schauen wir öfters mal zum Essen oder Ja, aber so. Quiz-Sendungen sind generell cool. Also manchmal, wenn halt Wer wird Millionär kommt, ich schaue das jetzt nie gezielt an, aber ich bleib dann immer hängen, weil ich mir so denk, oh, was gibt's gerade für Fragen? Und da kann Ja. man selber so mitraten. Und vor allem finde ich es halt auch so faszinierend, wie manche Leute da sitzen und die so viel Allgemeinwissen haben Ja. und halt wirklich einfach so viel wissen. Das ist so Aber faszinierend. ey, bei Gefragt, Gejagt, da ist halt auch immer so eine geile Dynamik zwischen dem Moderator und diesen Jägern, weil die kennen sich halt und die machen sich immer gegenseitig so ein bisschen fertig, so ironisch halt. Und das ist super Hey, das muss witzig. ich mir auch mal Also, anschauen. ja, Pro-Tipp von mir, Leute. Gefragt, Gejagt. Ich schaue halt echt gar kein Fernsehen, ehrlich gesagt, außer diese üblichen Trash-TV-Sachen, also Bachelor und Germany's Next Topmodel. Das ist auch so ein Hobby, das man, glaube ich, eigentlich für sich behalten sollte. Ich mache das aber Ja, ist echt so. Das ist halt so voll verpönt. Und ich bin da ja eigentlich aber immer ziemlich direkt, weil mir eigentlich ja ziemlich wenige Sachen peinlich sind. Und Ja. ich erzähle halt auch immer, dass ich Bachelor und Germany's Next Topmodel schaue, weil ich halt nichts daran finde. Und dann haben echt schon manchmal Leute so zu mir gesagt,
was sie wirklich an mir wundert, ist quasi, dass ich mir trotz dessen, dass ich eigentlich relativ intelligent und reflektiert bin, also selbstreflektiert bin, halt so Trash-TV reinziehe. Und ich finde, also das haben mir tatsächlich schon mehrere Leute gesagt, aber ich finde das irgendwie, das widerspricht sich doch nicht, weil das unterhält mich halt einfach. Ich finde es halt einfach witzig. Ja. So. Ja. Also ich saug das ja nicht auf und denke mir irgendwie und übernehme die Werte von der Show oder so. Ich finde es einfach nur lustig. Ich finde es halt so unglaublich chillig, weil man einfach seinen Kopf abschalten kann und sich so richtig mit Scheiß berieseln lässt. Ja, vor allem beim... Okay, das klingt jetzt, als hätte ich irgendwie so einen richtig komischen Fetisch. Einfach mal den Kopf ausschalten. ja, das ist zum Beispiel auch so, wenn man das als Hobby zählen würde. Das ist, glaube ich, echt fast das Einzige, was ich niemandem erzählen würde. Also wenn ich jetzt quasi so einen komischen Fetisch hätte und das so als mein Hobby interpretiere. Ich dachte gerade, du hast sowas und das willst du jetzt hier So, Leute. Also eigentlich wollte ich diese Folge heute nutzen. Nee, aber das ist echt, also ich glaube, wenn ich das als sowas als Hobby hätte, das würde ich wirklich niemandem erzählen. Kann man das aber dann Hobby nennen? Ist ja dann eigentlich ein Fetisch, oder? Wobei es auch ein Hobby sein kann, wenn man es regelmäßig genau, macht. Genau, wenn man jetzt zum Beispiel gezielt irgendwie zu so einer Domina geht oder vielleicht in den Swingerclub oder so und da so Sachen macht, dann ist es doch schon ein Hobby. Ja, das könnte schon sein. Weil da geht man stimmt. Ja extra hin. Das ist ja wie Sportclub. Ja, fast. Also eigentlich fast das Gleiche. Fast das Gleiche. Hat man halt auch Gleichgesinnte, die gleichen Interessen vertreten und so. Ja, okay. Ja, gut. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Wo war einmal? Ah ja, ich fand's mega interessant, dass echt anscheinend auch viele zu ihren Hobbys zählen, dass sie E-Mails checken und schreiben, wo ich mir so dachte, geiles Hobby. Ich finde, dass auch voll viele zum Beispiel als Hobby nennen, dass sie gerne ins Fitnessstudio gehen. Und das ist für mich irgendwie sowas, keine Ahnung, also das macht man halt so, das gehört halt so zum Alltag dazu, um sich halt irgendwie fit und gesund zu halten und ich finde es auch gut. Aber es ist, also für mich ist es kein Hobby. Ja, wenn ihr das, glaube ich, so richtig Bock habt, dann ist schon ein Hobby. Stimmt. Ja, und 68 von 100 Befragten haben gesagt, dass sie sich regelmäßig Gedanken machen oder Gedanken nachgehen. Dann dachte ich mir, das ist irgendwie süß, das als Hobby so zu nennen. Weil ich finde, man ist auch voll oft überfordert, wenn einen jemand fragt, was sind eigentlich deine Hobbys, dann denkt man sich so, boah, keine Ahnung, was sind eigentlich meine Hobbys? Aber ich würde auch noch nicht auf die Idee kommen, dass ich sage, ich gehe gerne meinen Gedanken nach. Voll süß. Was auch ziemlich interessant war, dass halt gesagt wurde, ja, unsere Generationen, die haben halt eher so im oberen Spektrum so die Internetsachen, Social Media und sowas. Und bei den älteren Generationen, da sind halt mehr so der soziale Austausch, ist dann ein bisschen höher angeordnet bei den Hobbys. Was ja aber irgendwie auch, also das denke ich, ist normal. Ja, sowas wie irgendwie Aerobic-Kurs oder so, oder halt so Fußballtraining und so Sachen. Oder? So, eher sowas. Ja, so mit Stammtisch und sowas, denke ich mal auch. Jetzt Corona-Zeiten, also DIYs liegen auf dem fünften Platz. Was glaubst du, was der erste Platz ist an Hobbys, die man sich während der Corona-Zeit so angelegt hat oder was man so gemacht hat? Es ist wirklich eigentlich sehr banal. Dann ist es bestimmt die so Homeworkouts. Das ist das dritte, Sport daheim. Was? Ja, und an Stelle 1 steht Serien und Filme streamen. Und ich dachte mir so, ach so, yes. Ja klar. Ja, okay. So true. Ich habe auch letztens, da habe ich mein Freund und ich so überlegt, was wir dann machen können, wenn wir uns halt wieder sehen. Und haben schon so geplant, ah ja, dann kochen wir uns was Schönes, gehen schön spazieren. Und dann wollte ich gerade so schreiben, dann suchen wir uns einen coolen Film raus. Aber dann ist mir eingefallen, wir haben ja schon alle Filme gesehen. Das war halt echt so ein Moment, wo ich mir so dachte, wir suchen uns einen coolen Film raus, das ist halt echt nichts Besonderes mehr. Das ist schon so, ich habe Netflix einfach schon durchgespielt. Gibt's überhaupt noch irgendwelche coolen Filme, die ich noch nicht gesehen habe? Ja. Ja, aber stimmt. Kann ich mir gut als Hobby vorstellen, in der Corona-Zeit von allen. Ja. Und Videoanrufe wurden dann auch als so ein Hobby gezählt. Ja, ich meine, das ist halt das, was man nämlich sozial machen kann, ne? Genau, das ist ja wie ein Ersatzstammtisch dann quasi. Ja, aber was ich richtig überraschend war irgendwie, dass nirgends angegeben wurde, dass Leute irgendwie Musik machen oder sowas. Ich meine, Musik hören war oft dabei, aber jetzt zum Beispiel so, dass man halt selber ein Musikinstrument spielt, das ist doch so ein richtig gängiges Hobby, oder? Also, ich glaube eher aber bei Kindern, oder? Weil ich habe zum Beispiel halt Blockflöte und Querflöte gelernt und war dann in meinem Flötenunterricht. Und danach war ich dann halt noch in der Dorfkapelle und habe da halt mitgespielt. Also bin ich da dann jede Woche zur Probe hingegangen und halt
zu Konzerten und so. Aber als ich dann damit aufgehört habe, ich habe ja noch die Querflöte und ich könnte das auch noch spielen, aber ich mache das nicht. Aber zum Beispiel jetzt du halt mit Gitarre und Ukulele, ich glaube, so halt so ein gängiges Instrument ist dann eher sowas wie Gitarre, wo man halt auch dazu singen kann. Oder vielleicht noch Klavier spielen. Mhm. Und das machen vielleicht gar nicht so viele Leute. Also ich glaube, du kennst halt viele Leute, die auch musizieren. Ich kenne außer dich zum Beispiel eigentlich niemanden. Echt? Krass. Mhm. Oha. Ja, das ist halt auch immer der Kreis, wo man sich so bewegt. Und bei dir ist das halt, was ich aber voll schön finde, du hast eigentlich relativ, also schon eine moderate Anzahl an Bekannten, die auch Musik machen. Das oder? Ist aber schön ausgedrückt. Aber ich weiß nicht genau, wie viele, aber schon ein paar. Also oder? Irgendwie fast alle, die ich kenne, machen eigentlich Musik, glaube ich. Also ja. Auf jeden Fall ein Großteil von denen, mit denen ich so zu tun habe, ja. Ja, voll schön. Aber also bei mir gar nicht, außer doch einer, den ich kenne, der spielt Klavier. Mhm. Ja, wenn wir jetzt schon so bei unseren Hobbys sind. Also ich, Tanja hat ja schon gesagt, ich mache gern Musik, also ich spiele Gitarre und ich singe auch ganz gern dazu. Was machst du so in deinen Hobbys und was ist dein peinlichstes Hobby? Okay, also die... Also wenn man peinlich sagen kann, peinlich ist ja nett, aber... Doch, das ist eigentlich tatsächlich ein bisschen peinlich. Oh. Aber jedenfalls, okay. Also... Obwohl ich bin ja immer die Erste, die sagt, was ist überhaupt peinlich, weil es ja immer Ansichtssache ist. Aber das ist sogar mir irgendwie peinlich. Also meine normalen Hobbys, würde ich jetzt mal sagen, ist halt so, ich nähe gerne. Also damit habe ich irgendwann mal so vor 8 Jahren angefangen und seitdem nähe ich halt gerne einfach Sachen. Also zum Beispiel aktuell, ich habe so lauter alte Stoffreste, die ich mal irgendwie auf dem Dachboden von meiner Mama gefunden habe. Und die wollte ich jetzt eigentlich mal wegschmeißen, weil ich nicht weiß, was ich mit denen machen soll. Das sind halt teilweise voll die knallbunten 80er, 90er Jahre Stoffe. Geil. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich aber aus diesen bunten Stoffen Bauchtaschen nähe. Boah, aber weil ich mir gedacht habe, so eine Jacke wäre ja auch voll geil. So, weißt du, so eine 90er-Jahre-Jacke. Die haben doch auch mal so eine Bomberjacke, meinst du? Ja, aber das ist dann, dafür sind die Stoffoberflächen zu unterschiedlich. Mhm, mhm. Also ich glaube, das wird nicht so cool wirken. Und so kann man eigentlich für die Bauchtaschen jeden Stoff benutzen, weil man kann da so eine Verstärkung drauf bügeln und dann kannst du eigentlich jeden Stoff verwenden, egal wie dick oder dünn der ist. Mhm. Also das ist zum Beispiel so ein Hobby von mir, da kann ich mich halt voll lang damit beschäftigen, einfach immer irgendwelche neuen kreativen Projekte quasi so, die ich dann umsetzen will oder irgendwas. Keine Ahnung, was mache ich denn immer? So, also ich mache eigentlich immer irgendwas. Ich nenne das immer rumwursteln. Ich miste dann zum Beispiel aus, mein Kleiderschrank oder so, verkaufe dann wieder was bei Kleiderkreisel und dann mache ich so ein Minimalismusprojekt oder mache dies und das und so, es ist so von allem ein bisschen was, aber hauptsächlich so kreative Sachen, würde ich sagen. Mhm. Deswegen, ich habe halt nicht so ein Hobby wie Volleyball spielen oder Fußball spielen oder so. Und ich finde es dann oft auch schwer, wenn mich jemand fragt, was ich eigentlich so mache, das dann so in Worte zu fassen. Ja. Weil es ist irgendwie so ein bisschen so alles und nichts. So. Ja. Also ich schneide immer alles so ein bisschen an. Aber jetzt kommen wir mal zu meinem peinlichen Hobby. Oh, ich bin gespannt. Ich weiß auch noch nicht ganz, was du erzählst. Ich weiß nicht, ob du es mal erwähnt hast. Ich habe es dir schon mal erzählt, aber okay. Also es ist ein bisschen eklig und deswegen ist es mir auch peinlich. Oh. Aber, also, es gibt auf YouTube wirklich so eine Nische, da geht's nur um Pickel ausdrücken. Das hast du mir doch schon erzählt. Oh. Und ich schaue mir das voll gern an. Ich finde das einfach so interessant. Oh. Und es wird auch, also gut, ich sag's jetzt einfach. Also ich drücke auch gern Pickel aus. Also zum Beispiel halt auch von anderen Leuten oder so. Also nicht von welchen, die ich nicht kenne natürlich, aber halt irgendwie von, keine Ahnung, einer guten Freundin oder so. Weil ich selber hatte halt, oder das hört sich jetzt so komisch an, aber ich selber hatte halt nie so richtig Pickel. Also hatte auch als Teenager keine Akne oder irgendwas. Aber ich finde es so faszinierend, einfach halt einfach Pickel auszudrücken. Keine Ahnung warum. Und das ist halt echt so, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Hobby ist. Oder ist es dann vielleicht sogar schon irgendwie so ein ekelhafter Fetisch oder so? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich schon mal gehört, dass das echt voll viele Frauen gern machen. Was gibt doch, ich habe mal gesehen, dass irgendwie so ein Gummiball und kann man dann so Flüssigkeit reinfüllen und dann kann man das da so ausdrücken, so. Uah. Ja, aber das finde ich gar nicht irgendwie gleich befriedigend. Also bin ich jetzt nicht so überzeugt. Und es gibt halt wirklich so eine auf YouTube, die heißt
glaube ich, Dr. Sandra Lee oder so und die heißt halt Dr. Pimpelpopper. Und die hat übelst den erfolgreichen Channel. Hey, ich schwör's euch. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die zuhören, die mir das bestätigen können. Ich glaube, der Channel hat irgendwie 2 Millionen Follower oder so. Oha. Und die sind wirklich so, ja, die warten immer auf die neuen Videos und die macht dann zum Beispiel immer das so thematisch zusammen oder so. Es gibt dann zum Beispiel so Mitesser, also Blackheads, dann gibt's halt zum Beispiel auch so Zysten oder so, das ist dann richtig ekelhaft, weil die muss man dann teilweise halt so ausschneiden oder so. Und die Leute, die warten da drauf. So das Publikum, das wartet wirklich richtig da drauf und so. Und die wünschen sich dann halt auch immer so, boah, kannst du mal wieder eins mit Blackheads machen oder so. Also ohne Scheiß, das ist eine richtige Nische bei YouTube. Boah. Bin dann nicht alleine damit. Hey Tanja, wir hätten einfach was anderes machen sollen für YouTube. Boah, nee, das ist sogar mir zu eklig irgendwie. Manchmal muss ich sogar abschalten, weil ich mir so denke, oh, jetzt wird's mir zu viel. Boah, also, ich könnte mir sowas überhaupt gar nicht angucken. Naja, aber ich, so wie du halt möchtest, gell? Ich meine, wenn das so dein Hobby ist. Stell dir mal vor, ich würde das so in so eine Bewerbung oder so reinschreiben. Meine Hobbys, Sport tauchen, nähen und schneidern und Pickel ausdrücken. Naja, dann wissen sie zumindest, dass du eine ehrliche Haut bist. Ja, stimmt. Haha, eine ehrliche Haut. Piu, piu. Schaut's mal. Okay. Also, was ist dann dein peinliches Hobby? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es peinlich ist. Eigentlich tatsächlich gehe ich damit jetzt auch sehr offen um. Und ich glaube, wir haben auch Zuhörer dabei, die das tatsächlich auch mit mir spielen. Und zwar spiele ich regelmäßig Dungeons and Dragons. Und die Tanja hat das tatsächlich auch schon mal mit mir gespielt. Ja, ich habe auch schon mal ein Anfänger-Abenteuer mitgespielt. Ja, wir haben es nie zu Ende gemacht. Nee, ich war auch nicht so gut da drin tatsächlich, weil Janas Freund ist dann so ein richtiger Profi und der hat uns quasi so dadurch moderiert. Und bei mir war halt immer so ein bisschen das Problem, dass ich, glaube ich, zu wenig in Character war. Also ich konnte diese Schauspieler, also man schauspielert ja wirklich so, als wäre man dieser Charakter und man spricht dann auch so sich gegenseitig halt an und ist halt wie so eine Theateraufführung eigentlich, nur über Skype beziehungsweise Discord. Und bei mir war das dann echt, glaube ich, manchmal so, dass ich halt so reagiert habe, wie Tanja reagieren würde und nicht wie mein Charakter reagieren würde. Und da war es manchmal echt so, dass Chris so, also Janas Freund so meinte, also Tanja, jetzt nochmal. Also wir sind jetzt in der Höhle, wir sind umgeben von einer giftigen Substanz und wir sterben vielleicht bald alle. Und deine Reaktion ist jetzt, naja. Und ich so, ja, stimmt, vielleicht nicht. Vielleicht muss ich mir dann eine andere Reaktion überlegen. Ja, aber ich dachte, es ist am Anfang für jeden so ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Aber ja. Ich finde, du bist da schon voll gut drin gewesen. Also du hast es ja schon öfters gespielt gehabt und du hast dann schon immer so Präferenzen gehabt, was du halt gerne machst, so welche, nennt man das so, Kampfmoves oder so, du machen willst oder welche Sachen du schmeißen willst. Und das fand ich dann immer voll geil, weil du so voll strategisch vorgegangen bist. Irgendwie du so, ja, also ich mache jetzt das mit dem und dem und ich habe das noch dabei, das habe ich nicht vorhin eingesammelt, das habe ich in meinem Beutel drin. Ich dachte mir so, ich habe einen Beutel? Das wusste ich gar nicht. Ja, vielleicht mal für unsere Zuhörenden. Also das ist quasi so, dass man da ein Blatt Papier hat und da schreibt man sich halt seinen Charakter auf. Also da gibt es halt so Anleitungen, wie man halt sich so einen Charakter erstellt, so einen Charakterbogen. Und wenn man dann Sachen machen will, also zum Beispiel steht man halt dann vor einer Höhle und sagt, okay, ich würde gerne mal gucken, was sehe ich denn da so? Und dann sagt eben derjenige, der Dungeon Master ist, also derjenige, der Erzähler ist, sagt dann so, okay, dann würfel doch mal dein D20 und sag mir, was du hast. Und so funktioniert das eigentlich. Man würfelt immer und hat dann entweder Glück oder halt Pech und man sieht nichts, weil man sich gerade ins Auge gestochen hat oder so. Genau. Und es ist halt echt so, ich habe mir das am Anfang gar nicht so vorstellen können, aber es ist halt voll witzig, weil, also wenn man halt ein bisschen Vorstellungskraft hat und Fantasie, dann ist man dann auch echt so drin, weil es spielt halt dann zum Beispiel, man kann dann auch so eine Hintergrundmusik natürlich einstellen, das hat halt dann immer unser Moderator gemacht, dass das so untermalt auch noch war, so entweder so Kampfmusik oder halt so Mittelaltermusik und dann war man da immer so voll drin irgendwie. Zum Beispiel, wir mussten mal irgendwie über so ein Gewässer und wir wussten nicht, was da drin ist und da waren irgendwie so Riesenfrösche drin und die waren voll gefährlich und die hätten uns dann alle umgebracht und dann mussten wir halt da so über dieses Gewässer
gefährliche Gewässer drüber. Das weiß ich noch. Und wir waren da so ewig damit beschäftigt, irgendwie, dass wir da so drüber kommen. Und man ist dann so voll drin und denkt sich so, oh mein Gott, wir sind jetzt in dieser Höhle, wir müssen da unbedingt vorbei und wie können wir das jetzt schaffen? Ja, es ist echt cool. Irgendwie ist es immer so ein bisschen wie früher, wenn man gespielt hat und dann gesagt hat, ja, das haben wir jetzt nicht da, aber wir stellen es uns halt einfach so vor, dass es so wäre. Und so ist irgendwie genau. Dungeons & Dragons. Man stellt sich halt einfach vor, wie es ist und dann spielt man das und es, also ich finde, es regt total die Fantasie an. Ja, und ich habe auch das Gefühl, also ich zum Beispiel war auch immer als Kind so eine totale Träumerin. Also ich wurde in der Schule immer ermahnt, weil ich so viel geträumt habe. Mhm. Also halt so in der Gegend rumgeschaut und so. Und bei meinem Freund war das auch so, also nach seinen Erzählungen. Und ich glaube, so Kinder, die auch schon immer früher so Träumer waren, die haben einfach eine gute Vorstellungskraft, weil ich habe halt einfach nur an die Wand gestarrt. Ich habe mir dann ja auch irgendwie Luftschlösser gebaut oder irgendwas ausgemalt oder halt... Ja, geträumt halt einfach. Als Kind habe ich auch immer mit mir selber gespielt. Also ich habe einfach immer alleine gespielt und habe dann quasi auch öfters mal so zwei Rollen eingenommen. So von wegen, ich hatte da so ein Bastelset, wo ich so Ketten und sowas basteln konnte. Weißt? Und dann war ich auf der einen Seite war ich die Kundin, die dann nicht zufrieden war mit dem Bastelset. Deshalb musste ich das dann nochmal verändern. Weil es so richtig so hin und her. Also richtig crazy einfach. Ja, nee, finde ich gar nicht crazy. Ich habe das mit meinen Barbies halt immer so gemacht. Ja. Weil ich hatte halt einen kleinen Bruder und der hat natürlich entweder keinen Bock gehabt, Barbie zu spielen, oder er hat halt dann immer irgendeinen Schmarrn gemacht, was ich halt nicht wollte. Also er hat halt dann irgendwie nur Scheiße gelabert oder so mit dem Barbie-Ken. Und dann habe ich mir gedacht, dann muss ich das wohl selber übernehmen. Und dann habe ich halt einfach immer beide Rollen gespielt. Oder dann immer so, keine Ahnung, die so voll aufgedresst, also der Barbie so eine coole Frisur gemacht oder so. Und die war dann so halt voll zurechtgemacht. Und dann kam so der Ken. Und dann weiß ich auch noch, dass das so voll oft, dass die sich dann so gestritten haben quasi, weil die weibliche Barbie hatte andere Anforderungen als der männliche Barbie-Ken. Und da denke ich mir so, krass, ich war schon als Kind irgendwie so eine versteckte Feministin. Hat dann echt immer so, ja, das möchte ich aber nicht. Du musst dann schon das und das machen und das ist mir jetzt zu wenig. Und ich habe dann auch immer so, dass die so miteinander geredet haben. Aber das macht, glaube ich, jedes Kind, oder? Also so, dass Puppen miteinander reden oder so. Ja, ich habe auch immer mit meinen Stofftieren gespielt, die haben auch immer miteinander geredet. Ja. Ja. Ja, ich habe sogar, ich kannte den nicht, aber es war von einer Schulfreundin von mir, der Cousin, und sie hat sich immer über den lustig gemacht, was ich im Nachhinein eigentlich, keine Ahnung, es war halt ein Kind, und er hat immer so voll die Beziehung zu seinen Kuscheltieren gehabt. Also der hat dann zum Beispiel auch immer gesagt, die müssen da auf dem Bett bleiben, weil sonst wird denen kalt und die, wenn die runterfallen, dann tut es denen weh und so. Und es war halt schon so, ja, vielleicht so mit 9 oder 10. Und dann hat die sich da halt immer so voll drüber lustig gemacht, weil er halt auch ein Junge war und trotzdem mit seinen Kuscheltieren noch gespielt hat. Und ich denke mir so, hä, ich finde es eigentlich voll gut, wenn Kinder noch voll lang halt so eine gute Vorstellungskraft haben. Ach ja, ich habe eigentlich gegoogelt nach peinlichen Hobbys oder nach seltsamen Hobbys. Was ich halt richtig oft einfach immer gesehen habe, waren Sammlungen. Also zum Beispiel Sammeln von lustigen Taschenbüchern. Oder Kleider sammeln, da hat eine geschrieben, sie will 365 Kleider, damit sie jeden Tag ein anderes anziehen kann. Oder eine hat geschrieben, dass sie Kuscheltiere sammelt. Oder das hat jetzt nichts mit Sammeln zu tun, dass sie ganz viel Pokémon spielen. Halt in unserem Alter, aber ganz ehrlich, Pokémon ist auch irgendwie nice, kann man schon mal spielen. Ja, voll. Ja, voll cool. Ja, also ja, fand ich die jetzt nett. Ja, ich habe auch mal in so einem Forum irgendwie, glaube ich, geschaut und da hat einer gesagt, dass er halt, oder sie, Lego sammelt. Also halt nicht so ganze, weiß nicht, ich glaube nicht so ganze Bauteile, sondern halt so vielleicht auch einzelne Lego-Steine und sie hat halt einfach eine riesige Lego-Sammlung so in ihrem Wohnzimmer, wo sie mit ihrem Partner wohnt quasi. Mhm. Und ich denke mir halt so, ja, keine Ahnung, also wenn es dir Spaß macht, ich finde halt immer, solange das niemandem schadet und das ist ja in dem Fall nicht so, dann passt es doch voll. Eben. Und sie hat dann gemeint, es ist halt immer total peinlich, wenn Leute vorbeikommen, weil dann muss man das alles wegräumen und so. Und ich dachte mir so, krass, ich glaube, das ist eigentlich das meiste, was den Leuten peinlich ist, ist auch einfach nur so von unserer Gesellschaft geprägt. Mhm. Weil es ist halt immer so, dieses Jahr als Erwachsener spielst du nicht mehr Lego oder wenn du so und so alt bist, dann machst du nicht mehr dies und das. Und daher kommt ja auch immer, dass das einem dann so was peinlich ist. Also zum Beispiel jetzt irgendwie Pokémon-Karten sammeln und spielen, ist doch voll das geile Hobby. Ist doch egal, wie alt man ist. Eben. Also solange damit niemand schadet. Ich finde es auch irgendwie voll cool, wenn man so Hobbys hat, die Fantasie anregen und die einen vielleicht auch wieder so ein bisschen ins Kindheitsalter zurückbringen, weil das ist ja irgendwie dann auch, als Kind war man doch immer voll glücklich.
Also hat man ja immer spielen können und so. Und warum nicht das immer noch erleben können? Voll. Und ich finde es auch immer ganz komisch, wenn halt Leute dann zum Beispiel, wenn jetzt jemand erzählt, ich sammle irgendwie Pokémon-Karten oder so. Mhm. Und wenn dann Leute irgendwie so reagieren und sagen, Pokémon-Karten mit 30 oder irgendwie so, und was machst du dann mit denen? Und dann immer so komische Fragen stellen. Und ich denke mir so, fragst du das Kinder auch, wenn die ein tolles Hobby haben und sich freuen? Dann machst du denen das doch auch nicht madig. Ja, Leute, also das können wir, glaube ich, als Message mit rausnehmen. Euch sollte nichts peinlich sein. Tanja war es quasi auch fast nicht peinlich, das zu erzählen. Nee, lebt euch mit euren Hobbys aus, solange ihr niemandem schadet, ganz ehrlich. Ja, ich finde auch. Also es meiner Meinung nach gibt es halt echt eigentlich fast gar keine peinlichen Hobbys. Ja. Weil wenn es dir Spaß macht und wenn niemand anders darunter leidet, dann ey, whatever floats your boat, würde ich sagen. Und ich finde, es war doch ein schöner Satz, um diese Folge zu beenden, oder? Ja, das machen wir so. Finde ich auch gut. Okay, dann, was sagen wir denn immer? Ja, was habt ihr denn so für Hobbys? Vielleicht sowas? Das ja, was fragen. Habt ihr so für Hobbys? Und vielleicht noch abonnieren, wenn ihr Bock habt. Abonnieren, liken, weiterleiten, alles. Ja. Uns empfehlen. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal. Genau. Ciao. Bis dann. Ciao. Die meisten Freizeitaktivitäten unserer Bundesrepublik Deutschland. Sagt man das so schon, ja, oder? Ich glaube schon. Ich fand es geil, wie du dann auch direkt das R viel härter gerollt hast. Die Bundesrepublik. Oh, warte mal ganz kurz. Es hat geklopft. Ich komme gleich wieder. Ja. Hi, und das ist die Alleinunterhaltungsshow von Ted. Jana musste später alles wieder rausschneiden. Haha, da freut sie sich bestimmt. Das schneiden wir dann einfach raus, gell? Ja, ja, genau. So, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Spiele ich regelmäßig Dungeons and Dragons. Ja. Okay. Ja. Wie können wir jetzt am besten schon was? Hast du noch was anderes? Ich frage mich gerade, wie wir diese Folge,